Die letzte Handelswoche war die schwächste seit Mitte Dezember. Und was hat sich denn da eigentlich geändert? Was hat sich da verschoben? Vorher hatten wir eine Art Goldilocks-Szenario, beste aller Welten. Also, die Inflation wird sinken oder sinkt ganz deutlich. Deswegen wird die Fed früher oder später die Zinsen senken können. Gleichzeitig wird man ein Soft Landing der Wirtschaft absolvieren, beste aller Welten. Also lasst uns steigen, lasst uns eine Rallye machen. Hurra! Jetzt aber hat sich etwas verschoben, nämlich die Märkte könnten realisieren, dass der Niedergang der Inflation kein linearer Prozess ist, sondern ein wellenförmiger Prozess, was bedeutet, dass wir eben nicht so schnell in irgendeiner Form Zinssenkungen sehen durch die US-Notenbank, sondern dass die Fed möglicherweise gezwungen ist, sogar die Zinsen noch höher anzuheben und noch länger oben zu belassen. Und deswegen haben die Amerikaner derzeit das Wort Inflation Angst für das, was an den Märkten passiert. Angst ist ja ein deutsches Wort, das auch im Englischen durchaus gebräuchlich ist. Also es hat sich da was verschoben. Vor den morgigen US-Inflationsdaten, die natürlich extrem wichtig werden, schauen wir uns die Lage mal an. Hier sehen wir Asian Stocks Slip on Inflation Angst, Dollar Gains, so eine Schlagzeile von Bloomberg. Inzwischen haben sich die US-Futures wieder ein bisschen erholt. Wir sehen hier mal die Reaktion auf die US-CPI-Daten, also auf die Inflationsdaten, die immer heftig ausfällt. Manchmal hatten wir sogar wie im Dezember eine positive Überraschung in Sachen Inflation, also die ist niedriger ausgefallen, nämlich die Novemberdaten, die dann Anfang Dezember veröffentlicht werden, aber dann sind die Märkte trotzdem wieder gefallen. Also das ist wirklich ein ganz heißes Eisen, diese Inflationsdaten, und ich hatte es am Freitag thematisiert, wir haben jetzt bei den letzten beiden Monaten die Inflation nach oben revidiert, oder die Amerikaner, die entsprechenden Behörden haben die Daten nach oben revidiert, und das hat auch die Disinflation Hope ja natürlich ein bisschen angekratzt. Also dieses Schlagwort von Jerome Powell, Disinflation, jedes Mal, wenn er das sagt, dann steigen die Märkte ein halbes bis ein Dreiviertel Prozent, hat man das Gefühl. Aber jetzt sehen wir, möglicherweise ist diese Inflation insgesamt klebriger, stickier, als man vorher gedacht hat. Hier sehen wir nochmal der Dezember von minus 0,1 auf plus 0,1 und der November auch nach oben revidiert. Das heißt, wir hatten jetzt noch keinen einzigen Monat, wo es in irgendeiner Form einen Rückgang der Inflation gegeben hätte, wo also die Inflation bei Null oder sogar im Negativen ist. Nicht der Fall mit dieser Revision, und das ändert so ein bisschen das Spiel. Hier sehen wir mal den Unterschied der Before Revision und also praktisch vor der Revision und die Daten, wie sie jetzt revidiert sind. Und dann sehen wir in der ersten Hälfte des Jahres 2020 sowohl bei der Headline CPI, also der offiziellen Verbraucherpreiszahl, wie auch bei der Core CPI, also der Kernrate ohne Nahrung und Energie, sind wir im ersten Halbjahr während dieser Revisionen oder hätten diese Revisionen die Verbraucherpreise ein bisschen niedriger geschoben, ein bisschen nach unten geschoben, in der zweiten Hälfte 2022 nach oben geschoben. Und jetzt ist es ja so, wie ich schon mehrfach thematisiert hatte, dass die Amerikaner auch, wie viele andere, wie die Europäer zum Beispiel, ihre Warenkorbzusammensetzung, die Gewichtung der einzelnen Komponenten ein bisschen geändert haben, und dadurch wird das Ganze natürlich auch in den USA eine echte Wundertüte. Hier sehen wir nochmal die Core CPI vor den Revisionen und nach den Revisionen, und wir sehen hier die Kernrate, die scheint jetzt wieder nach oben zu deuten. Da ist also jetzt von Entspannung noch gar nichts zu sehen, und vor allem im Servicebereich, CPI Services, hier vor der Revision, nach der Revision, sehen wir, dass eigentlich die Dinge schon bereits wieder im Aufwind sind. Wir haben steigende Preise für Gebrauchtwagen, wir haben steigende Benzinpreise, wir hatten steigende Rohstoffpreise gesehen. Also es ist eine ganz komplizierte Kiste jetzt mit diesen Daten am morgigen Dienstag. Aber die Märkte haben eben reagiert. Hier sehen wir die sogenannte Zinsgipfel-Nervosität, wie die Commerzbank hier titelt. Allein in der letzten Woche haben die Märkte jetzt 35 Basispunkte an Additional Hikes eingepreist. Das heißt, man ist jetzt offenkundig seitens der Fed Fund Futures umgeschwenkt und sagt, naja, so schnell werden die Zinsen nicht senken, die Fed, nämlich sie werden sie noch höher anheben, als wir
vorher gedacht hatten. Die Folge, wir sehen, dass die Anleiherenditen steigen, wie hier links oben im Chart die 10-jährige US-Anleiherendite unten in der Stochastik mit einer Drehung. Das sieht nach weiter steigenden Renditen aus. Und wir sehen jetzt hier mal den S&P 500 in einem Chartvergleich mit der invertierten 10-Jahres-Rendite, also der Rendite der 10-jährigen Anleihe, nur praktisch im Chart umgedreht dargestellt. Und normalerweise ist das Muster, steigen die Renditen, ist das schlecht für den S&P 500, schlecht für die Aktienmärkte, fallen die Renditen, ist das gut für den S&P 500, für die Aktienmärkte. Jetzt haben wir gesehen, dass sich das ein Stück weit entkoppelt hat, die Anleihe. Renditen sind gestiegen, die Aktienmärkte haben da zunächst mal keine Kenntnis genommen, aber jetzt müssen sie es wohl. Aber natürlich, entscheidend ist der Morgen, wahrscheinlich 14.30 Uhr mit diesen Zahlen. Jedenfalls sehen die Fed Fund Futures jetzt eine 90% Chance, dass im Juni die Zinsen bereits über 5% sein werden. Vor 4 Wochen war die Chance nur 45%. Also man geht fast sicher davon aus, dass die Fed jetzt doch die Zinsen über 5% anheben wird. Und das ist schon ein gewisser Game Changer. Also jetzt sieht man mit einer Wahrscheinlichkeit von 45%, dass die Zinsen nicht gesenkt werden in diesem Jahr. Vor einem Monat waren es noch 3%. Also jetzt praktisch fast 50-50. Könnte sein, dass die Zinsen gesenkt werden oder auch nicht. Vor einem Monat war zu 97% Gewissheit, dass sie gesenkt werden, die Zinsen in 2022. Hier haben wir mal die Vorschau für die morgigen Daten erwartet. Plus 0,5% und plus 6,2% zum Vorjahresmonat. Hier haben wir den Cleveland Fed Inflation Tracker, der deutlich höher liegt, bei 0,65% zum Vormonat und 6,46% zum Vorjahresmonat. Also das wird eine enge Kiste, das wird auf jeden Fall interessant. Und dementsprechend ist das Bedürfnis gestiegen nach Absicherung. Wir hatten ja gesehen, der VIX, also die Vola, wenn man so will, letztendlich sind das eingepreiste Preise oder erwartete Preise für Optionen bei S&P 500 Aktien für die nächsten 23 bis 35 Tage. Ziemlich kompliziert, aber sei es drum, jedenfalls sehen wir, dass jetzt der VIX ja sehr weit unten war. Das heißt, es war sehr günstig, sich etwa abzusichern mit Puts. Das ist jetzt anders geworden. Wir haben jetzt gesehen, dass die Preise deutlich gestiegen sind, um sozusagen sich abzusichern für fallende Kurse. Sind die Kosten dafür jetzt so hoch wie seit August nicht mehr? Und das liegt natürlich auch daran, wie wir unten in dieser Grafik sehen, dass die Bewegungen extrem sind. Wir haben also durchschnittlich zwischen 2,5 und 3% Move bei Inflationsdaten, wenn die veröffentlicht werden, so viel wie seit der Finanzkrise nicht mehr. Und hier, das ist die Folge, die wir in der letzten Woche beobachten konnten. Wir haben einen Ausbruch des Dollars, der schon passiert ist mit den US-Arbeitsmarktdaten, die ja besser waren. Wir haben eigentlich einen Bruch des Aufwärtstrendkanals des S&P 500. Normalerweise gibt es da eine ganz klare Korrelation. Steigender Dollar, steigende Renditen ist fallende Aktienmärkte und umgekehrt. Allerdings spielten eben diese Aktienmärkte in 2023 bisher das Jahr 2021. Da hat man all das gekauft, was 2022 abgesoffen ist, aber 2021 super gelaufen ist. Das klingt aber nicht nach einem gesunden Bullenmarkt. Ich hatte das öfter thematisiert und wir sehen, die Marktbreite wird jetzt auch immer schwächer. High Lows, High Highs, New Highs gegen New Lows, also neue Hochs bei Nasdaq Composite Aktien, die also im Nasdaq Composite sind. Wir sehen mehr Tiefs jetzt als neue Hochs. Das ist erstaunlich angesichts dieser deutlichen Rallye, die wir gesehen haben. Und Morgan Stanley hat einen Market Sentiment Indicator, also einen Sentiment Indikator, der war auf extrem Bullishness, war ja überall zu lesen, dass jetzt alles wieder gut wird, dass alles top ist. Und jetzt haben wir natürlich diese sehr ereignisreiche Woche. Morgen die Inflationsdaten wichtig, der VIX wird verfallen oder ein VIX-Future wird verfallen, Empire State Index, Retail Sales, also Einzelhandelsumsätze, Erzeugerpreise werden kommen, Philly Fed wird kommen, Building Permits, also Baugenehmigungen. Wir haben dann am Ende der Woche den Verfall von Optionen, wir haben Earnings, also die US-Berichtssaison geht weiter. Da ist also einiges in der Mache und jetzt ist die Fed natürlich in einer Situation, die ein bisschen seltsam ist. Wir haben einen Fed-Chef, der von Disinflation spricht, aber was ist, wenn das nicht passiert, wenn wir
zwar zum Vorjahresmonat jeweils niedrigere Inflationszahlen aufgrund des Basiseffekts sehen, der logisch ist, wenn die Latte sehr hoch liegt, ist es immer schwieriger, da drüber zu kommen. Aber dennoch, der kurzfristige Trend zeigt, nämlich der von den letzten 1, 2, 3 Monaten, dass die Inflation wieder deutlich nach oben geht. Dann hast du ein echtes Thema, dann musst du weiter die Zinsen anheben. Und wir hatten ja solche Hoffnungsrallies auch schon etwa 2006, als die Fed pausierte mit Zinsanhebungen. Dann ist der S&P 500 nochmal 20% gestiegen. Aber dann kam 2008 das böse Erwachen. Goldman Sachs sagt, es wäre ironisch, wenn die Märkte jetzt beginnen auszupreisen, dass die Fed 2023 die Zinsen senken wird, dementsprechend die Märkte dann fallen würden, damit die Konjunktur mit nach unten ziehen und dann die Fed eben doch gezwungen wäre, die Zinsen zu senken. Also man sieht, hier kann man logistische Haarspaltereien betreiben ohne Ende, aber entscheidend natürlich auch diese Frage Soft Landing, Hard Landing. Das ist jetzt vielleicht die entscheidende Frage, wie schaut es mit dem globalen Wachstum aus? Wie stark wird China wirklich sich erholen können? Da versucht man zwar mit monetärem Stimulus zu agieren, aber vieles deutet darauf hin, dass die Nachfrage nicht selbst mit Gelddrucken nicht so wirklich stark angeheizt werden kann. Das ist das eine. Dann US-Arbeitsmarkt, US-Inflation, wie wird sich das Ganze entwickeln? Hier sehen wir schon mal Jerome Powell nach einem extrem Soft Landing, könnte man sagen. Und Soft Landing war auch das Thema 2006 zum Beispiel. Ich hatte es vorhin schon angesprochen, da kam Chairman Ben Bernanke damals und alle sagten, Mensch, der ist ja super, der Typ. Und der schafft es, dass die Wirtschaft eine weiche Landung macht. Ben Bernanke sagte dann auch, ich sehe überhaupt keine Probleme am Immobilienmarkt. Das hat er später noch gesagt, als die Dinge schon in die Luft geflogen waren im Prinzip. Also man kochte nur mit Wasser, auch seitens der Fed. Hier mal eine Grafik, wie lange es dauert zwischen dem letzten Zinsschritt nach oben und dann der ersten Zinssenkung, mindestens 2 Monate, so die bisherige Mindestzahl, normalerweise so 5 bis 6 Monate, also ein halbes Jahr belässt die Fed normalerweise nach der letzten Zinsanhebung die Zinsen da, wo sie sind. Da muss schon was passieren, damit man sie senkt. Hier sehen wir mal das Bewertungsproblem der Märkte. Ich hatte neulich gesagt, dass die Märkte jetzt teurer sind, die US-Märkte, nämlich der S&P 500, als 2020, Januar 2020, kurz vor Corona-Crash, als man beim S&P 500 bei 4.800 Punkten war. Warum ist das so? Nun ja, weil eben der Gewinn pro Aktie sogar negativ ist. Wir haben jetzt die Situation, dass wir das dritte Jahr in Folge, oder das dritte Quartal genauer gesagt, negatives Year-over-Year-Growth haben bei den US-Unternehmen. Das ist der größte Rückgang seit dem zweiten Quartal 2020. Und wenn die Gewinne nicht mehr wachsen, sondern eher zurückgehen, aber die Kurse wieder wachsen und nicht zurückgehen, dann habe ich eben eine teurere Bewertung. Und entscheidend werden jetzt auch die Margen sein, die Operating Profit Margins. Hier sehen wir, das hat sich ein Ticken wieder erholt, jetzt auf 11,2% von 10,9%. Immer noch eine Top-Marge, alles was zweistellig ist. Wenn Sie ein Unternehmen haben und Sie haben zweistellige Gewinnmargen, dann ist das immer super, aber es ist eben schlechter, als es vorher schon war. Mal schauen, wie dies weitergeht. Wenn die Wirtschaft nach unten käme, deutlich nach unten käme, dann ist es vorbei mit den Supermargen. Das lässt sich vielleicht sagen. So, jetzt kommen wir mal zum Geopolitischen. Wir haben ja derzeit Ballon-Hochsaison, könnte man sagen. Hier mal eine Auflistung: Chinese Balloon spotted, dann am 4. Februar abgeschossen worden. Dann hat man ein unbekanntes Objekt über Alaska gesehen am 10., also am Freitag. Dann hatte Kanada am Samstag etwas abgeschossen. Jetzt ist ein unbekanntes Flugobjekt auch über China aufgetaucht am gestrigen Sonntag. Die Amerikaner haben ein unbekanntes Flugobjekt beim Lake Huron abgeschossen. Also das ist lustig. Da gibt es derzeit sehr viel UFO-Fantasie, meine Damen und Herren. Das ist natürlich etwas, was das Sentiment auch beeinflusst an den Märkten. Die Chinesen sind jetzt das erste Mal wieder ans Telefon gegangen. Heißt es hier bei einem Bericht, die hatten vorher die Kontaktaufnahme mit den Amerikanern verweigert, all die Weile ein bisschen sauer waren, weil die Amerikaner halt da das Ganze abgeschossen hatten, gell? Und das wollte ich nicht überspielen, meine Damen und Herren. Gestern ja Super Bowl
Und da war eine Werbung eines Unternehmens, das praktisch sagt, diese ganze Geschichte mit Tesla Full Self-Driving ist hochriskant, ist extrem gefährlich. Das ist also praktisch eine Anti-Werbung für Tesla. Warum erlaubt die Aufsicht hier Full Self-Driving von Tesla? Und in der Tat, da ist ja sehr, sehr viel passiert und bisher ist aber nichts passiert in Sachen wirklich Regulatorik. Wir sehen auf der anderen Seite, dass vor allem Retail, das ist die obere Grafik links, unglaublich viele Tesla-Aktien handelt derzeit im Optionsbereich. Tesla die klare Nummer eins. Also das ist mal interessant, wie das jetzt sich entwickeln wird. Der Gegenwind gegen hier diese, naja, dass man Elon Musk immer wieder davonkommen lässt. Er kann machen, was er will. Irgendwie kommt er immer wieder davon. Das finde ich sehr, sehr erstaunlich. Nicht erstaunlich ist, dass wir wieder sehr gute Artikel auf Finanzmarktwelt haben, auf die ich Sie hinweisen möchte, nämlich drei Stück an der Zahl. Verbraucherpreise, steigende Inflation erwartet. Was da wirklich zu erwarten ist, sehen Sie in diesem Artikel eine Vorschau, die wirklich die Dinge auf den Punkt bringt. Erste Empfehlung, zweite Empfehlung. Seymour Hersh, Nord Stream Theory, da gibt es erste Unstimmigkeiten. Was könnte bei Seymour Hersh, der ja sagt, dass faktisch die Amerikaner Nord Stream 2 bzw. Nord Stream insgesamt in die Luft gesprengt haben? Und hier vielleicht noch erwähnt, diese junge Dame hatte die Amerikaner schon vor 40 Jahren vor Balance gewarnt. Ja, jetzt ist es wahr geworden, aber nochmal zurück, Seymour Hersh, sehr, sehr lesenswert, was hier an Fragen zumindest zu stellen ist. Zweite Artikelempfehlung und dritte Artikelempfehlung, S&P 500 und DAX Korrektur oder war das jetzt sogar das Ende der Bärenmarkt-Rallye? Alles drei sehr empfehlenswert. Ich empfehle mich jetzt und hoffe, wir sehen uns heute Abend. Ich sage Servus, ciao.